Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Willkommen zu einem neuen Food Haul hier direkt aus Mitteltennessee. Ich habe eingekauft, ich denke das letzte Mal in diesem Haus, hoffe ich zumindest. Und wir legen los. Wir waren mal wieder bei Costco unterwegs, aber auch in verschiedenen anderen Läden. Als erstes habe ich Brombeeren geshoppt. Die haben richtig tolle Bio-Beeren, nicht immer, aber wenn ich sie haben kann, nehme ich sie immer mit. Ihr wisst, Kuchen backen oder im Müsli oder einfach auch nur als Zwischenmahlzeit. Auch für die Kinder mit zur Schule. Und Brombeeren finde ich richtig lecker. Die Saison nutze ich jetzt mal aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange es hier Brombeeren gibt, aber sie waren da, also geshoppt. Dann habe ich auch einen Paprika-Hummus mitgenommen mit gerösteter Paprika. Finde ich auch richtig lecker. Und jetzt sagt nicht, das kann man auch selber machen. Bitte, bitte, bitte nicht. Ich bin im Umzugsstress und ich kann zurzeit keinen Hummus selber machen. Viele andere Dinge, aber Hummus ist zurzeit nicht drin. Und der ist richtig lecker. Den kann man auch einfach mal mit so einem Weißbrot dippen oder ein paar Oliven dazu und hat man schon so eine kleine leckere Mahlzeit. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht haben wir Ende der Woche gar keine Zeit mehr, um irgendwas zu machen. Deswegen, der ist richtig lecker und Hummus geht einfach immer. Ich habe Paprika gekauft, nur ein paar, nicht so viele, süße Paprika, wohlgemerkt. Und dafür habe ich jetzt 40 Cent bezahlt. Die lagen da so in der Tüte rum und ist wohl ein kleiner Restbestand. Kann ich wunderbar verwenden fürs nächste Curry oder für die nächste Snackbox. Ich finde so kleine Paprika ja richtig, richtig gut, solange sie nicht scharf sind. Kommt ja bei mir im Garten immer mal wieder vor. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, klick mal dieses Video hier an. Da kann es nämlich auch mal scharf zugehen. Auf jeden Fall Paprika lieben wir hier, also im Sale eingekauft. Kakaopulver für den nächsten leckeren Frühstückskakao oder für das Eis oder was wir auch immer daraus zaubern werden. Ich glaube, Kakao mag jedes Kind. Wir hatten jetzt eine längere Kakaopause, weil es war einfach irgendwann nicht mehr angesagt. Und jetzt trinken meine Kinder aber wieder ganz gerne Kakao auf Eis. Warum nicht? Und dieser hier ist ungesüßt und Bioqualität und hält unheimlich lange, weil der unheimlich intensiv ist. Dann auch mitgenommen Bio-Orangensaft. Die kommen eigentlich im Zweierpark, aber ich finde das so unhandlich, wenn man jetzt hier so rumturnt mit dem Orangensaft. Ich glaube, insgesamt haben wir 6 Liter gekauft. Der schmeckt ganz gut. Der ist in einer großen Verpackung und kommt im Doppelpack daher. In einem normalen Supermarkt würde man das Doppelte fast dafür zahlen, also fast. Kommt drauf an natürlich, was man für einen kauft. Letzte Woche wollte ich auch Bio-Orangensaft kaufen, gab es gar nicht mehr. Ich war in mehreren Supermärkten, hatten sie nicht mehr. Aber der ist vom Geschmack her auch richtig gut, schmeckt richtig frisch und ja, einfach lecker. Hier in Tennessee wird es Herbst und abends kühlt es jetzt wieder richtig, richtig ab. Tagsüber haben wir noch relativ gut warme Temperaturen, auch noch bis zu 30 Grad. Aber in der Nacht fällt das Thermometer und am frühen Abend bekommt man schon einen Vorgeschmack, wie gemütlich der Herbst denn werden wird und auch lecker werden wird. Und viele tolle Rezepte findest du in meinen 6 veganen E-Books, die findest du in der Videobeschreibung. Such dir mal ein paar Rezepte raus, alle Rezepte sind schnell, lecker und alltagstauglich. Das heißt, man kann sie auch nebenbei wunderbar zubereiten. Kein Füllefanz dabei. Also wer was vorbereiten möchte am Wochenende für die kommende Woche, gar kein Thema. Schau mal rein, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Weil ich würde sagen, gekocht wird im Herbst einfach immer. Ich habe jetzt auch noch einen Doppelpack Bio Half and Half gekauft. Das ist hier relativ gängig. Die Amerikaner trinken sehr, sehr gerne Hälfte Sahne, Hälfte Milch. Ist das jetzt so ein Gemisch praktisch? Trinken sie sehr gerne im Café. Das ist hier total gängig. Und da ich auch immer Besuch habe und ich eine schöne Kaffeemaschine besitze, habe ich das eigentlich immer auf Lager, weil viele Amerikaner trinken ihren Kaffee einfach nicht mit Hafermilch oder mit Kokosnussmilch, so wie ich. Viele lieben einfach ihren klassischen Cappuccino mit Milch. Also habe ich eingekauft, weil ich bin ja eine gute Gastgeberin. Das soll ja auch jedem schmecken und jeder soll sich wohlfühlen. Dieser Kürbis steht für noch 4 andere Kürbisse und das ist der kleinste. Wartet mal eben. Das ist der zweite Kürbis. Und wartet mal, ich habe noch mehr. Ein gelber Zentner, oder ist es ein roter Zentner? Ich glaube, es ist ein roter Zentner, ich bin mir nicht sicher. Kürbis Nummer 4 habe ich meiner Nachbarin geschenkt. Richtig tolle Kürbisse. Die kann man nicht nur ausschneiden und vor die Tür stellen, die kann man auch essen. Oh, ich muss es ablegen, ist einfach zu schwer. Ja, ich könnte jetzt eigentlich so ein Kürbis-Workout noch abdrehen. Wird ja zur Jahreszeit passen. Diese Kürbisse hat man mir geschenkt, die habe ich nicht gekauft. Yay, alles ist teuer. Aber manchmal sind die schönen und schönsten Dinge einfach umsonst. Meine Stallbesitzerin, die hat nämlich einen richtig tollen Garten hinter ihrem Haus. Und die ist so nett, die gibt uns immer ganz viele Tomaten, Zucchini, alles, was sie nicht essen kann. Und sie kann vieles nicht essen. Und sie legt alles, was sie nicht mehr gebrauchen kann, einfach jetzt mal in den Stall rein. Dann können wir uns das alles nehmen. Und sie hatte gesagt, Martina, bitte nehme alle Kürbisse mit. Und ich habe vorher schon so gesagt, so, ja klar, ich dachte so an Hokkaido oder Butternut-Größen. Und sie meinte, bitte nimm alles mit, weil ich habe noch so
viele und ich möchte sie dir gerne schenken. Weil ich weiß, dass du gerne kochst und dass du Kürbis und den Herbst einfach liebst. Und ich so, cool, ich kam am Stall an und dachte, oh mein Gott, ich bin froh, dass ich ein großes Auto fahre. Und ich bin froh, dass ich niemanden mit hatte. Jedenfalls konnte ich sie mir alle nehmen. Und ich finde das so genial. Ich habe mich so gefreut. Also Kürbis habe ich das nächste Jahr und sogar die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich genug. Ich denke, wir werden anderthalb einfrieren und zerlegen für die ganzen vielen leckeren Dinge, die man aus Kürbis zaubern kann. Das ist eine ganze Menge. Schaut mal in meine E-Books, da gibt es tolle Rezepte mit Kürbis. Meine E-Books findest du in der Infobox. Ich liebe auch dieses Kürbis-Granola hier. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber Granola ist ja auch immer eine schöne Idee, auch als Geschenk, wenn man so eingeladen ist. Dieses Granola schmeckt einfach genial und ist herbstlich schön. Das findest du in diesem E-Book hier. Aber es gibt natürlich noch andere tolle Rezepte, in denen Kürbis vorkommt. Falls du nicht Kürbis magst, ist egal. Du kannst den Kürbis doch durch Süßkartoffeln ersetzen, weil das bringt auch tolle Farbe rein. Ist wirklich ein Genuss und ich habe 0 Dollar bezahlt. Auch mal gut. Zur Abwechslung ist das Geld mal im Portemonnaie geblieben. Für meinen nächsten Linseneintopf oder für die nächste Erbsensuppe habe ich schon mal Porree gekauft. Es ist hier gar nicht so günstig, aber so die simpelsten Dinge, wo ich denke, dass sie simpel sind. Wahrscheinlich ist frischer Bio-Porree aber nicht simpel. Hier ist Porree richtig gefragt und hat natürlich auch seinen Preis. Aber damit komme ich eine Weile aus. Daraus kann ich richtig tolle Suppen zaubern. Freue mich schon jetzt drauf. Und einmal Butter von grasgefütterten Kühen. Ist keine Bio-Butter, aber mein Mann sagte, dass die am besten schmeckt. Ein Riesenpack Butter. Bei Costco gibt es ganz viele große Größen. Das ist für uns als 5-köpfige Familie natürlich klasse. Und Butter ist ja auch zum Teil in Deutschland eine Zeit lang so teuer gewesen. Schreibt bitte mal runter in die Kommentare, ist das noch immer so oder geht es mittlerweile wieder? Ich hoffe für euch vom Herzen, dass es wirklich wieder geht. Jedenfalls ist Butter hier absolut teuer, aber in der großen Größe finde ich es okay. Und jede Menge Himbeeren. Ich liebe frische Himbeeren. Die muss man natürlich immer relativ schnell essen, damit sie einfach, ja, die werden ja einfach schnell knitterig sozusagen. Und die kann man schnell nicht mehr essen. Die schimmeln auch schnell. Deswegen verbrauche ich sie meistens in den ersten 2 Tagen, wenn ich sie frisch essen möchte. Aber ich friere sie einfach auch ein. Aber Himbeeren halten hier nie lange, weil mein mittlerer Sohn, der liebt Himbeeren. Gefroren, nicht gefroren, im Smoothie, egal. Himbeeren sind ja total angesagt und ich finde Beeren einfach eine gute Sache, wenn man sie verträgt. Einige Menschen vertragen ja keine Himbeeren aufgrund von Allergien. Aber wer sie essen kann, sollte sie essen. Gerade vor dem Winter und im Herbst ist das einfach eine gute Idee, weil da ist Beerenzeit oft noch sehr lange. Die dunklen Beeren sowie Heidelbeeren oder Brombeeren kommen ja immer auch später im Jahr. Weil es ist eine tolle Vorbereitung für den Winter, wenn man richtig viele Vitamine und Antioxidantien aufnimmt, dann ist man gut prepared für die nächste Grippesaison eventuell. Man weiß es ja nie. Ja, eingekauft, ein Paket nehme ich gleich mit zu meiner Nachbarin. Nach diesem Video habe ich mich was Schönes vor und ja, dann gibt es ein kleines Himbeer-Meeting. Ich freue mich drauf, weil ich ziehe ja bald hier weg und muss nette Nachbarn schon wieder hinter mir lassen. Natürlich bleiben wir im Kontakt, aber es ist doch immer was anderes, wenn man Tür an Tür wohnt. Bin schon wieder ein bisschen traurig, aber es geht immer weiter im Leben und deswegen wollte ich noch gleich rübergehen und dann nehme ich auf jeden Fall diese Himbeeren mit. Gnocchis. Meine Tochter hat gesagt, die Gnocchis sind alle. Und wenn Teenager eine Vorstellung von Essen haben, dann haben sie sie einfach. Gnocchis sind zurzeit wirklich im Trend hier, jedenfalls bei meiner Tochter. Die liebt einfach Gnocchis, aber ich kann es ihr nicht übel nehmen, weil man kann daraus eben ein tolles, schnelles Essen zaubern. Und wenn sie dann vom Stall kommt und ist richtig ausgehungert und ich kann es ihr nicht verdenken, als ich früher abgekämpft vom Stall kam und den ganzen Tag nichts gegessen hatte, war ich super froh, dass meine Mutter den dampfenden Topf geöffnet hat und ich habe immer 3, 4 Teller gegessen. Weil damals war das nicht üblich, dass man eine Lunchbox mit zum Stall hatte. War gar nicht üblich. Und ein schnelles Gericht kann man sich aus diesen Gnocchis auf jeden Fall zaubern. Gurken, weil ich habe letzte Woche so viel mit Gurken gemacht. Gurken-Sandwiches, ich habe Gurkensalat gemacht. Wir haben Gurken auf Burger gegessen, also wir haben so viele Gurken hier weggetan. Und meine Tochter hatte leider einen leichten Sonnenbrand. Das war nicht schön. Das Doofe war, am Abend war Homecoming-Ball. Und sie hatte einen leichten Sonnenbrand im Gesicht und dann noch am Abend Homecoming-Ball. Und ich habe die volle Aloe Vera und Gurkendüse mit ihr gemacht. Und am Abend war der Sonnenbrand total weg. Und sie konnte sich wunderbar zurecht machen. Weil stellt euch vor, ihr seid 15 und habt einen Sonnenbrand und müsst zum Homecoming-Ball. Das ist nichts Schönes. Deswegen musste ich wieder so viele Gurken einkaufen, weil Aloe Vera mit Gurken auf dem Gesicht wirken Wunder. Bio-Bananen. Wenn es zurzeit eines ist, das meine Kinder weg
Essen und Trinken sind es Smoothies und Bananen. Ich weiß gar nicht warum. Ich mag gar nicht so gerne Bananen. Ich glaube, ich habe als Kind sehr viele Bananen gegessen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein komisches Verhältnis zu Bananen. Ich mag sie nicht riechen und wenn, esse ich sie auch gerne so, also so halb unreif. Die dürfen nicht matschig sein. Ich mag die Konsistenz von Bananen auch nicht. Es ist halt so schleimig so ein bisschen. Mag ich nicht so gerne, aber ich esse auch Bananen. Also wenn ich morgens schnell zum Stall möchte und ich möchte keine Zeit verlieren, dann schnappe ich mir auch eine Banane. Aber ehrlich gesagt könnte ich auch ohne Bananen auskommen. Aber halt, nein, stopp mal. Also ich kann nicht ohne mein Bananenbrot. Falls ihr das noch nie gebacken habt, da wird es mal Zeit. Das Bananenbrot findest du hier oben. Ich verlinke dir das. Richtig, richtig lecker. Also Bananenbrot und Kaffee, ha, das ist toll, aber so Bananen brauche ich eigentlich weniger. Auch mitgenommen jede Menge Bio-Zwiebeln, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Zwiebeln koche ich eigentlich ständig. Die Grundlage von fast jedem Rezept ist hier Knoblauch und Zwiebeln. Es sei denn, ich mache Pfannkuchen oder Kürbiswaffeln oder so, aber ich koche sehr, sehr gerne mit Zwiebeln. Ich weiß nicht, viele Menschen mögen ja keine Zwiebeln, aber ich finde, sie geben einen guten Geschmack an Suppen und Soßen und auch an Pasta. Also ohne Zwiebeln könnte ich irgendwie gar nicht leben. Ich habe auch wieder so einen Sack Kartoffeln mitgenommen, weil letztens gab es auch länger keine Bio-Kartoffeln mehr. Zum Glück habe ich immer einen kleinen Vorrat und lasse meine Vorräte gar nicht so zur Neige gehen. Und deswegen war mir das so ziemlich egal. Aber als dann wieder Bio-Kartoffeln da waren, und hier gibt es ja immer eine Sorte nur Bio-Kartoffeln. Also ich habe jetzt nicht die Kartoffelauswahl, die ich in Deutschland hatte. Und ihr wisst, Kartoffel ist nicht Kartoffel. Ich bin so ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr den Zugriff auf so ältere Sorten habe oder auf verschiedene Sorten von Kartoffeln. Was es hier auch häufig gibt, sind rote Kartoffeln und Süßkartoffeln. Das sind ja schon mal drei Sorten, die ich dann habe, aber sie sind einfach nicht so geschmackvoll, sie schmecken einfach anders. Ich finde, für gestampfte Kartoffeln und so sind die super, aber wenn man mal so eine richtig tolle Pellkartoffeln essen möchte mit Kräuterquark, waren die Sorten, die ich in Deutschland bekommen konnte, schon so ein bisschen vom Geschmack her, finde ich besser. Aber ich glaube, jeder findet das besser, mit was er aufwächst, glaube ich. Aber diese Kartoffeln sind absolut okay, sind nichts Besonderes, aber die habe ich mitgenommen, weil wenn ich Bio-Kartoffeln haben kann, lieber schnell einkaufen. Diese Haferflockentrommeln sind eigentlich total praktisch. Man kann so mit dem Cup-Ding hier reingehen und sich was rausfischen. Diese hier sind jetzt nicht ganz so fein. Für den Porridge weiche ich die vorher so ein bisschen ein, so ein paar Stunden oder auch gerne über Nacht. Aber die sind vom Geschmack her richtig, richtig lecker. Also ich finde die gut. Und die waren sogar im Angebot. Und Haferflocken, sage ich euch, sind hier Luxus. Die sind richtig, richtig teuer, gerade in Bio-Qualität. Und deswegen war ich froh, habe wieder ein paar Haferflocken. Die werden wahrscheinlich mit umziehen. Obwohl Haferflocken immer schneller alle sind hier, als wir irgendwie gucken können. Ich habe lustige Bio-Nudeln mitgenommen. Und als ich die bei Costco gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie lustig ist das denn? Kann man das ganz gut erkennen? Eine lustige Farbe. Und als ich die gesehen habe von weitem, dachte ich schon, oh, es gibt neue Nudeln im Nudelregal. Ich gucke mal, weil ich bin ein Pasta-Fan. Dann habe ich die Farbe gesehen, dachte gleich so, ja, ja, da hat man sich wieder mit Farbstoffen ausgetobt. Und wieso ist das Organic? Wieso ist das Bio-Qualität? Wie kann das sein? Ich habe sofort nachgelesen. Alle Farben sind tatsächlich natürlich. Es wird gefärbt mit roter Beete, Spinat, Zucchini und anderen tollen Sachen. Auch viele Gewürze sind da drin und ich habe gedacht, das ist doch mal was Besonderes. Ich liebe ja verschiedene Arten von Nudeln. Normalerweise bin ich ein Spaghetti-Fan, ehrlich gesagt. Meine Familie essen super gerne Penne und auch Spirellis. Hey, aber es ist doch mal cool, wenn man auch mal farbige Nudeln auf dem Teller hat. Ich fand das lustig. Diese Nudeln kommen aus Italien, dann kann man schon mal so ein bisschen sicherer sein, dass da kein Weizen drin ist, der manipuliert wurde. Deswegen, darauf achte ich immer sehr hier, weil der Weizen hier ist wirklich ein sehr anderer Weizen, ein super Weizen. Der ist nicht gesund und auch nicht schmackhaft und sollte man auf Dauer nicht verzehren. Und ich glaube, das geht auch vielen Einheimischen so, weil Produkte aus Italien, aus Deutschland sind hier sehr, sehr beliebt und ja, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ein Kürbiskern-Granola fand ich jetzt zu dieser Jahreszeit wirklich sehr schön. Ein sehr leckeres Granola, enthält ein bisschen Zucker, aber ich finde nicht zu viel, schmeckt richtig gut. Also es gibt hier wirklich süßere Müslis. Das finde ich von den Inhaltsstoffen auch ganz toll, ist auch in Bio-Qualität und das esse ich super gerne. Und jetzt gerade zum Herbst sind Kürbiskerne ja eine gute Idee. Und 907 Gramm Knoblauch, klar, braucht man unbedingt. Der war im Sale, ich konnte den nicht liegen lassen, sind wirklich viele Knoblauchzehen. Und ich habe gedacht, ich koche so viel mit Knoblauch, ich nehme das jetzt einfach mal mit, diesen leckeren Sack. Und wenn es zu viel ist, gebe ich das einfach meiner Nachbarin.
Die ist auch immer dankbar, die kocht genauso gerne wie ich und wenn mir das zu viel ist. Aber Knoblauch hält sich ja wunderbar in der Speisekammer, deswegen, ja, ich freue mich schon. Was gibt es Schöneres, wenn man Pastasoße macht, wenn das so richtig toll nach Knoblauch und Zwiebeln riecht und man schon denkt so, ja, es gibt bald was zu essen, es riecht schon hier so gut. Ach, ich liebe das. Kokosnussmilch, jede Menge Bio-Kokosnussmilch. Ich habe in letzter Zeit so viele Curries gemacht, dass ich so das Megapack wieder mitgenommen habe, weil das hält sich einfach toll. Wenn ich Kokosmilch im Hause habe, kann ich immer spontan was kochen. Das finde ich ist einfach immer eine gute Idee, weil so ein paar Vorräte im Haus zu haben, ist einfach toll. Und demnächst wollte ich auch einen Kartoffelcurry mal wieder machen. Das habe ich auch länger nicht gegessen. Ist sehr simpel mit nur so ein paar Zutaten und richtig, richtig lecker. Das Rezept findest du in diesem E-Book hier. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, ne? Ich liebe einfach Curries. Auch noch mitgenommen 320 Gramm getrocknete Zwiebeln in Bio-Qualität. Fand ich auch eine gute Idee. Weil Bio-Zwiebeln gibt es auch häufiger hier, nicht immer. Deswegen habe ich gedacht, naja, man kann ja einfach mal sowas sich auf Lager stellen in der Speisekammer oder im Gewürzregal. Ich finde, es ist eine klasse Idee. Es gilt auch für Knoblauchpulver oder so, kann man natürlich auch selber machen. Aber ich finde es eine tolle Idee, auch nicht nur frische Kräuter jetzt im Hause zu haben oder auch im Tiefkühler zu haben, sondern auch was Getrocknetes. Weil wenn man mal nichts bekommt, kann man ganz entspannt sich zurücklehnen. Dann kann man auf jeden Fall noch weiter kochen mit Zwiebeln. Die haben auch immer mal wieder neue Produkte, deswegen muss ich auch durch jedes Regal gehen, durch jeden Gang. Mein Mann sagt immer schon, brauchen wir hier was? Nein, aber ich möchte gerne gucken. Costco ist so ein bisschen mein persönliches Paradies. Es gibt natürlich nicht nur Bioprodukte dort, sondern auch ganz tolle andere Lebensmittel. Und ich finde Costco hat eine richtig tolle Qualität, die man hier nicht immer findet. Und auch viele ausländische Dinge, die ich eben liebe, so wie italienische Nudeln. Man findet hier auch in jedem anderen Supermarkt gute Produkte und auch auf dem Markt findet man tolle Produkte. Aber hier in den USA muss man einfach immer so ein bisschen mehr auf die Inhaltsstoffe achten beim Einkaufen. Und da bin ich gerade voll drin, deep dive. Aber ich finde es auch einfach wichtig zu lernen, was kann ich hier gut essen, welches Produkt ist gut und die Produkte auch immer wieder zu checken. Jetzt dürfte man denken, okay, wie lange kauft sie ein? 3 Stunden? Nein, geht mittlerweile relativ schnell. Aber ich finde es immer toll, wenn man relativ gut essen kann. Ist einfach ein besseres Gefühl und ja, mitgenommen. Ich bin gespannt, wie die sind. Danke, danke fürs immer wieder reinklicken. Bitte abonniert diesen Kanal und betätigt die Glocke, weil mir ist es wichtig, dass auch kleinere Kanäle auf YouTube sichtbar bleiben. Deswegen unterstütze sie nicht nur mich, sondern auch andere kleinere Kanäle. Unterstütze sie mit einem Kommentar, mit einem Abo oder mit einem Like, weil das ist enorm wichtig, um einfach relevant zu bleiben. Meine 6 E-Books findest du wie immer in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir einen richtig tollen Tag. Wir sehen uns ganz bald wieder und ich sage tschüss und liebste Grüße nach Deutschland.